Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike. Ich bin Kopf und Inhaberin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts. Und meine Mission ist es, dich auf deinem Weg vom Langzeitsingle in eine erfüllte Partnerschaft zu begleiten. Alle Angebote über meine Begleitung findest du im Infokasten bzw. in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns vernetzen und du in meine kostenlose Facebook-Community kommen magst. Ansonsten widme ich diese Episode dem spannenden Thema Selbstwert. Was ist Selbstwert? Wofür brauche ich ihn in der Kennenlernphase auf der Partnersuche? Welche Vorteile bringt er mir, wenn ich ihn denn habe und kenne? Und last but not least, wie kann ich ihn stärken bzw. trainieren? Darum soll es in dieser Episode gehen. Insofern freue ich mich, wenn du reinhörst, mir deine Zeit und dein Ohr schenkst und wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Stichwort Selbstwert. Was ist Selbstwert? Wie erkenne ich ihn? Wie kann ich ihn stärken? Und vor allen Dingen, was bringt er mir auf meiner Partnersuche und beim Dating? Warum greife ich dieses Thema auf? Ganz einfach, weil es mir immer und immer wieder begegnet in meinen Beratungen. Und jetzt magst du dich vielleicht fragen, was hat eigentlich Selbstwert mit Dating, Kennenlernen, Partnersuche zu tun? Eine ganze Menge kann ich dir verraten. Ich möchte starten mit dem ersten Punkt, wie du für dich deinen Selbstwert erkennen wirst. Ja, Selbstwert ist erstmal definiert mit, wie der Name schon sagt, Selbstwert. Was bist du dir selber wert? Wie schätzt du dich wert? Wie redest du über dich, von dir? Was denkst du über dich und von dir? Das alles spielt mit ins Thema Selbstwert rein. Hilfreich ist es, um deinen Selbstwert zu erkennen und zu bestimmen, dass du dir erstmal klar wirst über deine Bedürfnisse in der Liebe, in der Sexualität und in einer Partnerschaft. Das heißt, ich lade dich jetzt ein, nach dieser Podcast-Folge mal einen Zettel und Stift zur Hand zu nehmen und mal zu reflektieren, ob du deine Bedürfnisse in einer Partnerschaft kennst. Das heißt, was brauchst du ganz persönlich, um dich geliebt zu fühlen? Und um dich auch für eine neue Liebe, für einen neuen Menschen öffnen zu können. Was ist das? Ist es vielleicht, dass jemand interessierte Fragen stellt, ja, dass du Vertrauen schaffen kannst? Ist es Humor? Sind es tiefe Gespräche? Sind es kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken? Und da möchte ich dich bitten, dass du dich mal hinsetzt und das reflektierst für dich und gleichzeitig natürlich auch zurückblickst auf deine vergangenen Bekanntschaften und Beziehungen, wie das dort war. Was hat dir dort gut getan und was definitiv nicht? Und damit bin ich auch schon beim zweiten Punkt, nämlich die sogenannten Standards, die sich aus deinen Bedürfnissen ableiten. Darüber habe ich schon ganz oft auch in unterschiedlichen Podcast-Folgen und Kontexten gesprochen und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Bedürfnisse kennen, Standards setzen, zahlt alles ein auf deinen Selbstwert am Ende. Ja, Standards, was ist das? Was meine ich damit? Standards sind auch, und da darfst du dich auch wieder hinsetzen und reflektieren, Standards sind ganz klar, dass du für dich quasi Grenzen ziehst. Das heißt, wenn in der Kennenlernphase bestimmte Verhaltensmuster auftauchen von deinem Gegenüber, dass du dann für dich da ganz klar bist, bis wohin du mitgehst und wann du vielleicht Konsequenzen ziehst. Das kann sein, dass du den Kontakt abbrichst. Das kann sein, dass du der Person deine Meinung sagst, positiv wie negativ, dass du entweder deine Gefühle mitteilst, dass du aber auch genauso gut mitteilst, wenn dir was komisch vorkommt, wenn derjenige dich anlügt, Desinteresse hat, was auch immer. Ja, das heißt, was ist für dich nicht verhandelbar im Miteinander? Welche Verhaltensweisen tun dir nicht gut? Welche haben dich in der Vergangenheit wütend gemacht, verletzt? Also zuerst würde ich zurückgucken in die Vergangenheit. Wie war es vorher? Was hast du bereits erlebt? Was möchtest du definitiv nicht nochmal erleben in Zukunft? Und daraus dann wirklich für dich auch Grenzen ableiten. Und Grenzen heißt zum Beispiel, wenn jemand sich nicht mehr meldet, ewig keine Zeit hat für dich zum Treffen zum Beispiel,
total lange brauche, um dir zu antworten und so weiter. Ja, da mach dir mal ganz klar, wie gehst du in solchen Situationen um, mit der Situation. Willst du der oder diejenige sein, die antwortet und den Kontakt am Laufen hält, oder sagst du, okay, ich gucke mir das an und wenn ich das Gefühl habe, das stimmt irgendwas nicht, dann ziehe ich aber auch die Reißleine und spreche das Thema an, oder aber ich gehe dann aus dem Kontakt, wenn es mir nicht gut tut. Und genau da sind wir schon beim Punkt Nummer 3, nämlich das Thema, wofür braucht man das? Der Vorteil dessen ist, dass du konsequenter handelst. Ja, wenn du deine Bedürfnisse kennst, was du brauchst, um dich wertgeschätzt, gesehen, gehört, geliebt zu fühlen, um dich auf einen neuen Menschen einzulassen, wenn du festgelegt hast, erkannt hast, was du brauchst, um dich geliebt zu fühlen. Wenn du daraus abgeleitet hast, dann auch deine Grenzen ziehst für bestimmte Situationen beim Dating in der Kennenlernphase, dann wirst du kannst gar nicht anders, konsequenter handeln. Und das meine ich damit. Du wirst Dinge ansprechen, du wirst aber auch Dinge loslassen, wenn du merkst, es tut dir nicht gut, es zieht dir mehr Kraft und Zeit, als es dir gibt. Was ist der Vorteil davon? Ganz klar, dass du schon im ersten Kontakt, ja, das geht teilweise schon im Chat los oder auch meinetwegen, wenn du offline unterwegs bist und Menschen kennenlernst, im Freundeskreis, auf der Arbeit, dass du schon merkst im direkten Kontakt, dass du ganz schnell die Spreu vom Weizen trennen kannst. Denn sobald du konsequent bist und für dich Klarheit hast über deine Bedürfnisse, deine Standards definiert hast, was du definitiv nicht mehr haben willst, und wie du dich nicht mehr behandeln lassen möchtest, wirst du danach handeln. So, und alle Leute, für die das okay ist, die da ähnlich ticken wie du und ähnliche Vorstellungen vom Miteinander haben, die werden das mitmachen. Und alle anderen, für die kommst du da nicht mehr in Frage. Das passt dann nicht. Und die merken das, dass du deren Spiel nicht mitspielst, sondern dass das Konsequenzen hat, weil du ihnen eben die Grenzen aufzeigst im Kontakt. Und wie gesagt, das kann und beim Online-Dating im Chat schon sein. Das kann im anschließenden Telefonat sein, im Messenger-Kontakt auf WhatsApp, Telegram und so weiter. Natürlich auch beim direkten Treffen. Aber das kann eben auch offline sein. Ist völlig losgelöst. Und das Schöne daran ist, du sparst dir selbst eine Menge Zeit, Nerven und vor allem auch Herzschmerz, indem du eben nicht deine wertvolle Lebenszeit und dein Herz immer wieder an die Falschen verschenkst. Und gleichzeitig stärkst du damit automatisch deinen Selbstwert, ja, weil du es dir wert bist, vernünftig behandelt zu werden, dich nicht jedem x-beliebigen an den Hals zu schmeißen, sondern auch ganz gut alleine klarkommst und durchaus auswählst, wem du deine wertvolle Lebenszeit schenkst, egal ob im Chat oder im realen Leben. Deshalb stärkst du damit deinen Selbstwert. Und mit dem Selbstwert ist es natürlich auch Selbstbewusstsein, ja, das geht alles ineinander über. Deshalb ist den Selbstwert zu kennen und zu stärken so wichtig für die Partnersuche und die Kennenlernphase. So, und was machst du nun, wenn du im Nachgang nach dieser Podcast-Episode, du kannst natürlich auch jederzeit während dieser Podcast-Episode die Aufnahme stoppen, dir Notizen machen, oder aber du hörst die Podcast-Folge bis zum Ende und machst es im Nachgang. Und was kannst du tun, wenn du für dich jetzt merkst, okay, an der einen oder anderen Stellschraube könnte ich vielleicht noch drehen. Wie kann ich den trainieren? Da habe ich 2 kleine Übungen für dich. Das erste ist, dass du dir mal einen bestimmten Zeitraum, vielleicht 3 Tage, vielleicht auch eine Woche, vielleicht auch 14 Tage oder einen Monat sogar, aber fang da gerne auch klein an, zum Beispiel mit einer Woche, dich mal beobachtest. Und zwar insbesondere deine Gedanken im Alltag. Ja, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist, irgendwas funktioniert nicht, die Technik will nicht so, dein PC stürzt immer ab, dann geh mal achtsamer um, welche Gedanken du über dich ausrutschst. Oh Gott, bin ich blöd, immer passiert mir das. Ja, solche Sachen, ich glaube, wir kennen sie alle, diese Wörter, die einem so vermeintlich rausrutschen. Das Ding ist nur, wenn dir das halt immer wieder rausrutscht und wenn es auch für dich gefühlt nur beiläufig ist, verankert sich das in deinem Unterbewusstsein. Und das prägt dann deine Einstellung über dich und über Partnerschaft. Und deshalb ist die Aufgabe, definier deinen Zeitraum und dann beobachte bitte deine Gedanken und das, was du über dich selber in diesem Zeitraum sagst und denkst. Und da, wenn du dich dabei ertappst, dann schreib es bitte auf. Dann schreib es auf, was dir vielleicht über die Lippen gerutscht ist, durchs Hirn geschossen ist. Schreib es auf und im nächsten Moment switchst du es bitte positiv um.
Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, du ärgerst dich und hast vielleicht jetzt gerade wieder ein Date gehabt, wo es am Anfang super aussah. Ihr habt euch ein paar Mal getroffen. Der Typ war aufmerksam. Also kurzum, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, weil es für mich einfacher ist. Wenn du jetzt als Mann zuhörst, dann switch es für dich bitte um. Genauso für alle Homosexuellen und Transsexuellen, die zuhören. Du hast ein Date gehabt, was jetzt auf einmal wieder gefloppt ist. Ja, du hast viel Zeit rein investiert. Du hast die große Hoffnung gehabt, dass es dieses Mal doch endlich klappt. Und nach wenigen Wochen oder Monaten floppt es wieder. Und dir rutscht zum Beispiel so ein Gedanke raus, scheiße, immer passiert mir das. Warum passiert mir das immer? Alle meine Freundinnen finden auch mit Leichtigkeit einen Partner, haben einen Partner. Ich gerate immer an die Falschen und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann switchest in dem Moment, wo du dich ertappst, dass du zum Beispiel die Frage hast, warum ziehe ich immer die falschen Männer an? Dass du das mal drehst, positiv formulierst. Ich finde nicht die passenden Männer, weil ich für mich nicht klar bin, wen und was ich wirklich suche. Wäre jetzt ein Beispiel. Um dir mal zu verdeutlichen, was ich damit meine. Also das heißt, geh achtsam durch den Alltag, achte auf deine Gedanken und deine Worte, die du über dich sprichst oder denkst, schreib sie dir auf. In diesem ganzen Zeitraum, den du für dich selber vorher definiert hast. Und dann switch sie bitte in positive. Das wäre die erste kleine Übung. Und die zweite kleine Übung ist schon etwas herausfordernder. Die kannst du gerne täglich machen, wenn du möchtest. Da möchte ich dich einladen, dich morgens, abends, wann immer es dir zeitlich passt, auf jeden Fall einmal täglich, vollkommen nackt vor den Spiegel zu stellen. So wie Gott dich schuf, mit allen Falten, Rettungsringen, Zellulite-Dellen, Narben, was auch immer du ablehnst an dir. Und dass du dir dann versuchst, mal 3 Minuten im Spiegel wirklich permanent in die Augen zu gucken. Allein das wirst du merken, ist schon ein bisschen freaky am Anfang. vielleicht musst du auch lachen und dir kommt es total blöd vor, aber versuch das mal durchzuhalten. Versuch dich dann bitte dabei auch anzulächeln. Und für die etwas Geübteren darfst du dann auch noch den Satz ergänzen, ich liebe mich für die bzw. der, die ich bin. Ja, also dass du dir selber eine Liebeserklärung machst, dass du dich erstmal so hinstellst, dass du dich anguckst, dass du dir 3 Minuten mal ganz bewusst tief in die Augen selber schaust, dass du mal wahrnimmst, welche Gefühle kommen da hoch. Wie gesagt, es mag am Anfang ein bisschen freakig klingen und ein bisschen abgedreht, aber lass mal hochkommen. Alles so an Gedanken, oh Gott, bin ich faltig, heute sehe ich fertig aus. Könnte auch mal ein neues Make-up gebrauchen oder. Lass die Gedanken mal hochkommen, völlig wertfrei. Ja, oder ich müsste dringend mal abnehmen oder wieder Sport machen oder. Lass alles hochkommen, was dir kommt, wenn du dich selber im Spiegel begutachtest. Schenk dir ein Lächeln und dann setz noch das Sahnehäubchen auf, indem du dir sagst, ich liebe mich so, wie ich bin. Das ist eine Übungssache. Das fällt uns nämlich schwer, weil wir immer dabei sind, ganz schnell aufzuzählen, was wir alles nicht an uns mögen. Ja, wir sind zu dick, wir sind zu faltig, wir haben irgendwelche Narben, Dehnungsstreifen etc. Ich glaube nicht, dass sich jemand vom Spiegel stellt, wenn du das jetzt hörst und sagst, oh, was bin ich für eine geile Frau oder für ein geiler Typ. Macht kein Mensch. Warum? Weil wir das von der Gesellschaft, von unseren Eltern und auch später in Schule und Kita und so weiter am Arbeitsplatz anerzogen bekommen haben. Eigenlob stinkt. Und genau daran darfst du arbeiten, denn das zahlt am Ende auch alles auf deinen Selbstwert, aka Selbstbewusstsein ein. Du kannst nur von anderen geliebt und angenommen werden für die, der du bist, wenn du dich selber akzeptierst. Ja, du kannst nicht erwarten, dass andere dich nehmen sollen, wie du bist, wenn du selber ganz, ganz viele Dinge, egal ob es körperliche Merkmale sind oder Charaktereigenschaften, die du an dir ablehnst, das funktioniert nicht. Das heißt, fang bei dir an, setz bei dir das Fundament, dass du dich annimmst, wie du bist, dass du mit dir im Reinen bist. Und dann fällt es auch leichter, dass du von anderen so angenommen wird und vor allen Dingen, dass du auch andere genau so annehmen kannst, wie sie sind, nämlich auch nicht perfekt. Und das reduziert dann gleichzeitig auch deine Erwartungshaltung. Du siehst, Win-Win. Das wären so meine 2 kleinen Aufgaben. Also schnapp dir jetzt, wenn die Episode vorbei ist, Zettel und Stift, hör die Episode gerne nochmal an oder pausiere sie zwischendrin immer und mach dir deine Notizen. Und dann lege ich dir ans Herz, diese 2 kleinen Übungen ruhig mal über einen gewissen Zeitraum, gerne auch abwechselnd, immer mal zu praktizieren und mal zu gucken, wie sich das verändert in deiner Wahrnehmung. Ob es dir leichter fällt
ob dir vielleicht gar nicht mehr so viel Negatives über dich durchs Hirn oder über die Lippen rutscht. Und vor allen Dingen auch, ob es dir leichter fällt, dich selber anzunehmen, so wie du bist, dich anzugucken, dir ein Lächeln zu schenken und vor allen Dingen dir selber auch eine Liebeserklärung zu machen. Und wenn dir gefällt, was du hörst, wenn dir die Übungen helfen, dann lass es mich gerne wissen. Abonnier am besten meinen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und mehr solcher Tipps kriegst du auch auf dem Conscious Love Retreat, was jetzt im Februar startet. Ein intensives Wochenende mit 8 Workshops. Da gibt es solche und noch mehr Tipps zu diversen anderen Themen zum Thema Dating, Single sein, Partnersuche und Liebe, Sexualität. Also guck immer mal auf dem Kanal, ich werde es verlinken. Der Ticketverkauf startet morgen, 17. bis 19. Februar. 8 Workshops, es lohnt sich, wenn du jetzt und hier das Fundament legen willst, dein Single-Dasein 2023 endgültig zu beenden. Ich danke dir fürs Zuhören. Zum nächsten Mal, deine Maike. So, das war's mal wieder mit einer neuen Folge von Anziehend auszieht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge die Extraportion Inspiration, Tipps und Motivation bieten. Wenn dir gefallen hat, was du hörst, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast auf Spotify, YouTube oder Google Podcast abonnierst. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, freue ich mich natürlich auch, wenn du die Trinkgeldkasse klingeln lässt. Und wenn du mehr zu mir, meiner Arbeit erfahren möchtest und vielleicht auch deine ganz persönliche Begleitung in Sachen Partnersuche und Dating wünschst, dann schau dir gern die Links im Infokasten bzw. in den Shownotes an. Ich sage danke für dein Ohr, danke für deine Zeit. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike.